Heute bin ich bei Mandy Daniel und dem Labrador Gustav. Der klaut seinen Menschen das Essen und verfolgt sie auch. Das schaue ich mir jetzt mal an. Aber oh Wunder, erstmal kommen nur seine beiden Menschen an die Tür. Hello. Hallo. Hallo. Hi, ich bin die Melle. Daniel. Hi, hi Daniel. Melle. Hi. Hi, Mandy. Da ist er. Gustav. So, guten Tag. Setz dich gerne. Ja. Gustav, hey. Decke. Nein. Platz. Der Besuch, der ist ja immer für ihn da, glaubt er zumindest. Ja. Ne? Okay, also ich weiß, dass ihr ja so ein bisschen im Kopf habt, dass seine Impulskontrolle relativ schlecht ist. Ne? Also der klaut euch ja auch wirklich Essen fast schon aus dem Mund. Und jetzt lassen wir die Bombe mal platzen. Mhm. Es kommt demnächst ein weiterer Mittelpunkt in euer Leben. Ja. Richtig. Wir haben Bauchbewohner. Genau. Okay. Und das wird natürlich auch ein Riesenthema sein, dass ihr im Grunde gedanklich ja erstmal sogar noch weniger Zeit für den Gustav haben werdet. Dafür fangen wir im Grunde mit so einer Kleinigkeit an, zu sagen, ab heute liegt der nirgendwo anders mehr, außer auf seiner Liegestelle. Ja, ein wichtiger Punkt. Ne? Also das Kind wird ja irgendwann auch auf dem Boden rumkrabbeln, rumliegen. Und dann kannst du keinen Hund gebrauchen, der stürmisch drüber rennt. Wenn sich das alles eingespielt hat und man merkt, okay, der Gustav ist gechillt mit der Situation, ja, dann muss der auch nicht mehr den ganzen Tag auf der Decke liegen. Dann darf der auch dabei sein. Das ist ja selbsterklärend. Zweite große Baustelle. Der Gustav isst gerne. Und dann fangen wir an mit der ersten Übung. Geht los jetzt. Bitte schön, es ist angerichtet. Da ist sie, die Banane. Das ist aber schon, also der ist in freudiger Erwartung, dass gleich was gibt. Ja, aber allein die Tatsache, dass der glaubt, da wird Essen reingebracht, er ist gemeint. Also das alleine muss man ja schon irgendwie umdrehen, dass dem mal klar ist, nee, nicht alles, was essbar ist, ist automatisch für dich. Der darf gleich einmal kommen, dann bietest du ihm Futterstück an, darf der auch essen, nimmst ein zweites und wenn er da dran möchte, machst du die Hand zu. Du hältst aus, ja, macht er nichts, geht die Hand auf und du sagst, nimm. Here we go. Der Gustav darf von der Decke. So, Freizeit. Ja, super. Ja, fein. Kann er erst mal an? Okay. Wir sichern. Ja, aber so ein Tisch, der ist natürlich auch in sehr praktischer Höhe. Das ist eine schöne Idee, die geht auf, wenn er dran will. Fein, prima. Sehr gut. Toppi. Ne, ist er dran, geht nicht. Ne, jetzt sagt er, okay, ich drück mal ein bisschen drauf. Ne, was ist denn mit meinem Snickers-Automaten los? Ne? Jawohl. Nimm. Ja, der lernt natürlich total schnell und der ist ja alles andere als rabaukig. Da gibt's Hunde, die kratzen dir an der Hand, die kauen auf deinen Fingern rum. Der probiert ja sehr schnell das Richtige aus. Ja, jetzt geht's weiter. Oh. Ach so, Banane findet er viel besser als Hundefutter. Aber der macht sie super. Fein gemacht. Mach ruhig zu, ne? Ja. Okay. So, jetzt kommt mein Lieblingswort okay. Mhm. Okay, ist okay, alles ist okay. Ne? Okay würde ich immer von abraten. Es ist viel zu häufig im Sprachgebrauch, auch so als Freigabesignal. Ich würde hier wirklich bei nimm bleiben. Okay. Okay. Ja. Genau das. Das neue Wort versteht Gustav sofort. Nimm. Ja, das ist so ein bisschen die vorbereitende Übung dafür, dass irgendwann mal alles hier auf dem Boden verstreut ist und er nicht dran geht, weil ihr noch nicht gesagt habt, nimm. Aha. Du nimmst jetzt gleich einmal einen Keks, legst ihn auf den Boden und anstatt die Hand zuzumachen, ja, packst du die Hand drauf. Als klar erkennbare Barriere. Handfeste drauf, ne? Damit Gustav erkennt, ah, erst auf Signal warten. Nimm. Sehr Aber auch Herrchen ist gefordert. Okay, wir lassen ihn nicht mehr außer Augen. Ja. Taiming ist keine Stadt in China, heißt so immer. Wir verlagern die Übung ein bisschen nach draußen. Ich habe da noch ein bisschen was mitgebracht. In Melles Auto wartet eine ganze Frisbee-Kollektion, die aber nicht zum Apportieren gedacht ist. Ruf dich mal so ein bisschen mit dem ein und dann latschen wir mal immer näher Richtung Frisbee mit den Keksen drauf. Fein. Und Fuß? Ja, super machst du das. Fuß? Seitenwechsel. So ist fein. Prima, der Daniel ist immer ganz mutig dabei. Super, ne? Ja. Hat gut funktioniert jetzt. Boah, ne? Fein machst du das. Wenn du merkst, der wird zu wuschig, mehr Abstand rein. Prima. Ja, sehr gut. Klasse. Für die nächsten Wochen
Ich komme wieder, wenn der ganze Garten voll liegt mit Untersetzern und Keksen drauf und ihr könnt total entspannt da durchlaufen und der kommt gar nicht mehr auf die Idee, sich was vom Teller zu nehmen. Okay. Viele Bleibübungen, aushalten lernen. Belohnung gibt's immer, wenn nicht gefiebt wird, wenn nicht gebellt wird, wenn nicht erwartet wird. Und ihr trefft die Entscheidung darüber. Ja, die ersten Schritte sind gemacht und Gustav ist sehr lernbereit, muss man sagen. Aber er ist natürlich auch sehr dynamisch, sehr reizempfänglich. Also man merkt schon, dass das Thema Impulskontrolle bei ihm ganz weit oben steht. Man sieht immer, er zuckt, ach, ich würde so gerne. Also ich glaube, das wird ein Fleißkärtchen, was man sich da verdienen muss. Also, dass wir das in den nächsten Wochen hinbekommen, da bin ich schon sehr optimistisch. Das wird auch schwierig werden, eine Herausforderung, aber bin mir sicher, wir kriegen das hin.